Die Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Außenminister Maas hat bei der ersten Lesung die Strategie der Bundesregierung angedeutet. Militärischer Druck werde nicht ausreichen, dem IS den Nährboden zu entziehen. Man müsse dafür sorgen, dass es den Menschen vor Ort besser geht. Für den zivilen Aufbau bedürfe es aber Sicherheit und Stabilität. Es klingt zunächst einmal plausibel, zumal der neue Premierminister des Irak erste Ankündigungen gemacht hat, die auf Reformen der innerstaatlichen Ausgleich hindeuten. Der Minister hat also eine hoffnungsvolle Zukunft für die Region dargestellt. Doch Hoffnung war noch nie ein guter Berater. Realpolitik dagegen erfordert zunächst einmal anzuerkennen, dass sich die politischen Gegebenheiten in Syrien von denen im Irak grundsätzlich unterscheiden. Dies müsste sich natürlich auch im Mandatstext widerspiegeln. Am unterschiedlichen Personal- und Materialeinsatz, an einer differenzierten Bewertung des politischen Umfelds und ganz entscheidend an einer umfassenden Darlegung der unterschiedlichen Aufträge, Ziele und Methoden. Aber nichts davon. Auf 8 Seiten wird die Mission im Irak beschrieben, zum Einsatz in Syrien 10 Zeilen. Man beruft sich auf eine UN-Resolution von 2015, eine Resolution, die von den wirklichen Machtverhältnissen mittlerweile meilenweit entfernt ist. Eine Analyse der realen Machtverhältnisse ist jedoch die Voraussetzung, das Machbare zu wollen. Und damit meine ich nicht das realitätsferne Schutzzonenprojekt der Ministerin in Nordsyrien. Wie steht es damit eigentlich, Herr Staatssekretär? Ein erster realpolitischer Schritt wäre also eine Teilung des vorliegenden Mandats, wie von uns gefordert. Nur so hätte der Bundestag die Möglichkeit, über 2 völker- und verfassungsrechtlich fragwürdige Einsätze getrennt zu entscheiden. Realpolitik verlangt zum Zweiten aber auch nach einer ständigen Überprüfung der Leitlinien außenpolitischen Handelns. Denn der Traum von einer globalen Weltordnung, wie er hier eben auch schon beschrieben wurde, von funktionierenden globalen Sicherheitssystemen, erweist sich in der Realität doch eher regelmäßig als ein Wunschtraum. Von der Strategie des vernetzten Ansatzes ganz zu schweigen. Konkret heißt das, wir bezweifeln nicht nur den Sinn dieses Einsatzes, sondern auch die rechtliche Vereinbarkeit. Die Bundesregierung beruft sich zwar im Antrag auf internationale Verträge, die den Rahmen für das Mandat vorgeben. Doch dieser Rahmen wird von ihr eben sehr weit ausgelegt. Solange das so bleibt, kann die Bundesregierung de facto jeden Einsatz mit Worthülsen legitimieren. Im vorliegenden Antrag ist es das Recht auf Selbstverteidigung. Dieses vorgebliche Recht auf Selbstverteidigung ergibt sich, so steht es im Antrag, aus der Terrorgefahr durch den IS in Deutschland und der westlichen Welt. Nun, wir sind von der AfD sicherlich die Letzten, die die Gefahr des islamistischen Terrors bestreiten und der heute in einer Kirche in Nizza wieder 3 Menschen brutal das Leben gekostet hat. Deshalb widmen Sie sich endlich auch, ohne ideologische Scheuklappen, dem Islamismus in Deutschland. Um es Ihnen zu verdeutlichen, wenn angeblich mangelnde Staatlichkeit oder Perspektivlosigkeit der Nährboden für den islamischen Terrorismus sind, wie es im Antragstext heißt, wie erklären Sie uns dann den Islamismus in der westlichen Welt? Ein Islamismus von Muslimen und Konvertiten, die in Sicherheit und relativem Wohlstand aufgewachsen sind. Aus dieser latenten Terrorgefahr dann aber ein Recht auf kollektive Selbstverteidigung abzuleiten und militärisch in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten einzugreifen, das halten wir für äußerst fragwürdig und verantwortungslos. Dennoch ist kollektive Selbstverteidigung ständig Dreh- und Angelpunkt zur Legitimation von Interventionen von Koalitionen der Willigen. Und wenn es nach der Verteidigungsministerin geht, künftig gerne noch mehr davon. Doch was heißt eigentlich kollektive Verteidigung im ursprünglichen Sinn? Diese beschreibt gemäß Konzeption der Bundeswehr eigentlich die Fähigkeit zum Einsatz kampfkräftiger Großverbände, ich zitiere, innerhalb und auch am Rande des Bündnisgebiets. Die Bundesregierung legt diesen Rand des Bündnisgebiets allerdings sehr weit aus. Vor fast 20 Jahren war es der Hindukusch, wo angeblich Deutschland sicherheitsverteidigt wurde. Heute sind es das Dreistromland und die Sahelzone. Unter dieser geografischen Ausdehnung steht allerdings, und das ist das Entscheidende, eine Entgrenzung völkerrechtlicher Prinzipien. Wir lehnen dieses Mandat daher aus verfahrenstechnischen, völkerrechtlichen und grundsätzlichen Erwägungen ab. Wir bitten stattdessen um die Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Orten. Ich finde das vorbildlich. Frau von Storch, darf ich daran erinnern, dass Sie Ihre Maske, wenn Sie sie haben, nicht nur in der Hand tragen sollten, sondern auch aufsetzen sollten?